Heute zocken wir eine geile Städtebausimulation in VR, Islander VR. Zeige ich euch auf der Quest 2. Vielen Dank an Meta, dass sie mir den Key zur Verfügung gestellt haben, damit ich euch das zeigen kann. Also es ist wirklich eine chillige Simulation. Also wir haben zwei Modi, einmal den freien Modus, da können wir bauen, was wir wollen, aber auch den Highscore-Modus, da müssen wir gucken, welche Gebäude passen zusammen, welche nicht, sodass wir verschiedene Punkte kriegen und in den nächsten Level kommen. Richtig cool gemacht. Das Ganze ist verfügbar für Quest und Steam VR. Ich zeige es euch auf der Quest 2, wie gesagt. Ich bin der Thomas und ihr schaut voodoo.de VR. Danke an meine Sponsoren Voodoo's VR, Open Mini Events und Virtual Escape. Viel Spaß mit dem Video und los geht's! voodoo.de. So Leute, und hier sind wir im Bauspiel. Ja, also das ist einfach ein ganz simples, relaxendes Spiel. Wir können hier die Grip-Tasten gedrückt halten und auseinanderziehen, um hier das zu zoomen. Wir können die Ansicht auch drehen, ne, also so wie wir das haben wollen. Und es gibt zwei Modi, einmal den Highscore-Mode, das ist das eigentliche Spiel, würde ich sagen, und den Free-Build-Mode. Ich zeige euch einmal kurz den Free-Build-Mode. Da können wir nämlich die Insel jetzt aussuchen. Wir können zum Beispiel Seen haben, Schluchten, Ebenen, Turmruinen. Dann können wir jetzt zum Beispiel heißes Klima, kaltes, Fantasie machen wir einfach jetzt mal. Die Inselgröße können wir mal groß machen. Ne, wie viele Blumen, wie viele Bäume. So, dann machen wir das mal. Und jetzt stellt er uns nämlich die Welt so zur Verfügung, wie wir sie ausgewählt haben. So. Da müsste jetzt was kommen. Guck mal. Jetzt sind wir in so einer Fantasiewelt. Ist das nicht cool? So, guck mal hier. Pschu, pschu. Jetzt, wenn wir nämlich die rechte Hand so umdrehen, da haben wir nämlich jetzt unser Baumenü. Guck, und zum Beispiel so einen Tempel können wir jetzt hier bauen. Oh. Ja. Zack, und auf B können wir zurück. Da können wir irgendwas anderes bauen. Können wir natürlich auch näher rangehen. Zack. Ja, und wir haben hier, so, haben hier verschiedene Sachen, ja, die wir bauen können. Und so können wir halt immer weiter. Hier sind zum Beispiel Felder, die könnte man hier hinten dann hinsetzen. Ja, oder hier so eine Windmühle. Können wir hier hinsetzen. Also wirklich ein Relax-Spiel, wo du einfach nur schön was bauen kannst. Ne? Nix Großes. Ja. Sehr, sehr interessant. Aber, ja, und da könnt ihr jetzt halt weiterbauen, so viel ihr wollt. Ne? Und, aber den coolen Modus, den zeige ich euch jetzt mal. Wir gehen mal auf neues Spiel. Und dann können wir in den Highscore-Modus. Und da kannst du nicht einfach so rumbauen, weil da musst du nämlich aufpassen, was du baust und wo du es baust. Und das gefällt mir eigentlich ganz gut. So, das ist nämlich jetzt unsere Insel. Und jetzt haben wir nämlich nicht mehr einfach alles, sondern wir müssen 20 Punkte erreichen. Wir drücken auf das Plus. Wir haben jetzt zwei Pakete, zum Beispiel Landwirtschaftspack oder einen Algenfarm. Wir gehen mal auf das Landwirtschaftspack. So, und das, was wir jetzt platzieren können, zwei Felder und eine Windmühle, und damit müssen wir 20 Punkte erreichen. Wie machen wir das? Wir müssen das hier in der Nähe bauen. So, damit gibt es nämlich Punkte. So, und die Windmühle auch wieder in der Reichweite von diesen ganzen Sachen. Wir müssen aber schon vorausschauend planen. Zum Beispiel baue ich die jetzt hier hin, damit wir später hier auch noch alles hinbauen können. So, jetzt haben wir nämlich das Level geschafft. Seht ihr das? Und jetzt brauchen wir schon 70 Punkte, haben aber dafür auch noch was anderes. Zum Beispiel, ja, die Brauerei. So, jetzt haben wir hier zwei Hopfenfelder. Die bauen wir einfach mal dahin. Ihr müsst dringend Platz sparen bauen, weil sonst wird es nämlich schwierig. So, das bauen wir mal hier hin. So, und drei Felder. Und das, was ich eben meinte, ihr müsst natürlich in der Reichweite von der Windmühle. So. Oh. Ja, und das ist, was mir manchmal tatsächlich passiert. Also irgendwie ist das manchmal so, dass du aus Versehen irgendwas hier hinbastelst. Wenn du das zu schnell gemacht hast, kannst du es leider nicht mehr entfernen. Ne? Das ist wirklich schade. Irgendwie, ja, keine Ahnung, passiert mir das oft, dass ich was Falsches hingebaut habe. So, und jetzt müssen wir zum Beispiel ein Stadtzentrum bauen. Das eine bauen wir mal, würde ich sagen, bauen wir hier hin. Das andere bauen wir hier hin. Und logischerweise müssen die jetzt in der Reichweite sein von... Von
im Stadtzentrum. Ups. Ja, siehst du? Schon wieder ist es hier gelandet. Also, da, irgendwie, wenn du da dran vorbeiklickst, ja, dann hat er schon diesen Bogen im Hintergrund und dann platzierst du das da, anstatt hier drauf zu drücken. Jetzt kann ich natürlich noch einmal rückgängig machen. Ja, das ist ein bisschen doof. Also, ich finde, wenn das Menü offen ist, dann dürfte nicht im Hintergrund der Baumodus offen sein. Das müsste irgendwie, keine Ahnung, das müssten sie verbessern. So. So, und verkackt, ne? Noch haben wir es nicht verkackt. Wir können noch ein Holzfällerpaket bauen. So, das heißt, wir haben hier den Holzfäller. Der muss natürlich logischerweise in der Nähe von Bäumen sein. So, nochmal einen hier. Im Moment. Oh! Schon wieder passiert. So. Das Haus wieder in der Nähe vom Stadtzentrum. Die Villen auch. Eins. Zwei. Drei. So. Haben wir auch geschafft. Ne? So geht das immer weiter. Und irgendwann, logischerweise, hast du einfach dann keinen Platz mehr. Oh, einen Schaman hatte ich noch nicht. Der Schamane. Achso, und jetzt steht dann auch natürlich immer... Ja, leck mich doch jedes Mal. Jetzt kann ich nicht mehr rückgängig machen. Da kriege ich die Krise. So. Du siehst ja... Na. Du siehst hier halt immer den Basisscore. Also wenn du es baust, kriegst du 8 Punkte. Und wenn das hier in der Nähe ist, kriegst du Bonuspunkte. Aber wenn eine andere Mühle in der Nähe ist, kriegst du Minuspunkte. Seht ihr das? Wenn ich die jetzt neben die baue, dann gibt es hier minus 20 Punkte. Deswegen musst du halt immer gucken, wo du es hinbaust. Hier gibt es jetzt 32 Punkte. Bam, 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 bam. Ja, so wichtig. Das bauen wir natürlich hier neben. Die Villa. Gibt es auch nochmal Punkte? Ich glaube, jetzt haben wir es verkackt, ne? Nee? Hä? Unterer Knopf? Was für ein unterer Knopf? Ah. Ja, du kommst jetzt... also irgendwann, wenn du alles gebaut hast, dann, wenn du es gut gemacht hast, kommst du in ein neues Land. Ne, weil irgendwann hast du natürlich nicht mehr genug Platz. So, und jetzt bist du halt im nächsten Land. Ne? Guck mal, eine Algenfarm zum Beispiel. Die können wir vielleicht mal hier an die Kante bauen, oder? Hä? Wo kann man die denn? Im Wasser? Ah, ja, bin ich ein Idiot. Habt ihr nicht gesehen, was ich gerade gemacht habe? Natürlich kommt eine Algenfarm ans Wasser, meine Fresse. Das ist ja wieder typisch Voodoo, ne? Vollhorst. Game over. Hä? Ja, wie soll ich das denn sonst machen? Ja, da haben wir wahrscheinlich vorher einfach auch nicht genug Punkte gesammelt. Ja, und jetzt wirst du halt ein neues Spiel machen, ne? Kannst du wieder Highscore und Freies bauen. Also ich finde es eigentlich ganz cool, aber manchmal mit dem Platzieren ist das ein bisschen frickelig. Ich habe zu oft einfach aus Versehen irgendwas hingebaut. Da müssten sie sich irgendwas überlegen. Ja, aber ansonsten wirklich ein geiles Spiel. Ja, wir gehen mal zurück ins Studio und dann reden wir mal darüber. Islanders VR Edition, Leute. Ja, es ist natürlich ein kleines Spiel für zwischendurch. Den Freebuild-Mode, der wird, glaube ich, relativ schnell langweilig. Ja, also da weiß ich nicht, ob das so toll ist. Dafür reicht die Grafik halt einfach nicht aus. Das sieht ja schon sehr simpel aus. Aber diesen Highscore-Mode, den finde ich eigentlich ganz cool, ja, wo du dann wirklich überlegen musst, wie plane ich voraus, wo bilde ich diese Farm, was sollte ich eng beieinander bauen, was sollte ich nicht eng beieinander bauen, ja, und dann die verschiedenen Umgebungen, da bist du in der Vulkanwelt und so. Doch, das finde ich cool, das würde ich wahrscheinlich sogar ein bisschen länger zocken. Was ich nicht mag, ist dieser, also ich habe ja wirklich ganz oft aus Versehen ein Gebäude gebaut, ja. Und da müssten sie das irgendwie sperren, wenn du in diesem Menü drin bist, dass du nicht dann im Hintergrund irgendwas aus Versehen baust. Du kannst auch nur nämlich einen Schritt zurückgehen. Wenn du im Hintergrund aus Versehen zwei Gebäude gebaut hast, ja, dann war es das schon, ne. Dann, und meistens sind die Punkte so
streng, dass wenn du ein Gebäude falsch gebaut hast, dann kannst du es schon nicht mehr schaffen. Ne? Also da müssen sie vielleicht nochmal ran, aber ansonsten ein tolles Spiel. 14 Euro kostet das und ja, so sieht's aus. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao. Wude.de